Hallöchen Leute und willkommen zum wahrscheinlich schwierigsten Wochenende der Saison, denn es geht auf die engste Strecke der Saison, nicht unbedingt was eine einzelne Stelle angeht, sondern was den gesamten Kurs betrifft, nämlich nach Monaco, und dieses Rennen werden wir heute bestreiten in unserem Sauber. Ich habe 2-3 Tage lang schon keine F1 2018 mehr gezockt, abgesehen vom heutigen Stream. Perfekte Voraussetzungen, jetzt hoffentlich hier ein gutes Rennen abzuliefern, wenn man ein bisschen aus der Übung ist, aber schauen wir mal selbst, was geht als allererstes im Qualifying. Und wir befinden uns nun auf der Qualifying-Runde aus der letzten Kurve. Vorsichtig rausbeschleunigen, damit man bloß keinen Quersteher hat. Eine 1:10.8 ist die Referenzzeit, damit wären wir aber nicht in Q2. Und das ist insbesondere in Monaco sehr wichtig, weit vorne qualifiziert zu sein. Und ja, in der ersten Kurve, da haben wir vielleicht einen Ticken abgekürzt, aber ihr seht, das ist nicht wirklich schneller als in der vorigen Runde. So, jetzt aber hier die Doppel-Links und die Rechts direkt danach. Der erste Sektor nicht ganz so flott, 1,5 Zehntelsekunden liegen lassen. Und jetzt im zweiten Gang schön nah an die Mauer ranfahren, aber nicht zu weit nach innen. Das kann man dann mit dem Innenrad hängen bleiben. Aber ansonsten dieses Kurvengeschlängel. Sehr, sehr schön eng bleiben da, insbesondere bei der Haarnadelkurve. Dann holt man da ordentlich Zeit raus. Hier durch den Tunnel können wir die Zeit von vorhin fast egalisieren. Beim 100-Meter-Schild etwa anbremsen. Nicht zu früh einlenken, auch hier wieder. Nach der Schikane sind wir tatsächlich ein bisschen flotter, was die Zeit angeht. Und jetzt im letzten Sektor, da liegt noch ein bisschen Zeit. Im vierten Gang schön über die Curbs drüber räubern. Und jetzt Raskas. Ein wenig blockierende Reifen gehabt. Kurz im ersten Gang gewesen, können wir ein bisschen besser rausbeschleunigen. Und jetzt geht's auf Startziel und damit holen wir eine 1:10.585. Und damit sind wir exakt dieselbe Zeit wie unser Teamkollege gefahren. Krasse Sache, wir sind damit in Q2 gelandet, aber da konnte ich mich leider nicht verbessern. Und wir schauen auf die Startaufstellung. Ganz vorne von der Pole Position aus geht Lewis Hamilton ins Rennen, knapp vor Sebastian Vettel. Dahinter Valtteri Bottas und Daniel Ricciardo. In Startreihe 3 haben wir dann Kimi Räikkönen vor Fernando Alonso, Max Verstappen vor Carlos Sainz, Nico Hülkenberg vor Stoffel van Dorn, Romain Grosjean vor Esteban Ocon. Wir starten vor Sergio Perez und Kevin Magnussen mit Strafe, Pierre Gasly dann dahinter, Brandon Hartley, Lance Stroll, Sergei Sirotkin und unser Team hat neue Teile für Charles Leclerc bereitgestellt. Und wir werfen natürlich einen Blick auf die Gesamtwertung. Da haben wir ganz vorne Kimi Räikkönen, der nach dem Spanien Grand Prix DWM anführt vor Hamilton und Vettel. Dahinter eine große Lücke zu Ricciardo und dann kommt ein großes Kuddelmuddel, in dem auch wir auf Platz 7 stecken mit 29 Punkten nach 5 Rennen. Eine ordentliche Ausbeute, die sich auch in der KWM bezahlt macht. Da sind wir nämlich mit Sauber auf Platz 6. 31 Punkte haben wir, 1 Punkt sind wir hinter McLaren und 11 Punkte fehlen zu Haas. Bedeutet, da könnte theoretisch noch alles passieren, wenn es weiterhin so gut läuft wie bisher. Und da schauen wir natürlich auch, ob wir neue Upgrades haben. Denn wenn wir die haben, dann dürfte es eigentlich immer umso besser laufen. Ein Motoren-Upgrade ist geglückt. Das ist sehr, sehr cool. Ein weiteres Upgrade haben wir hinsichtlich des Chassis bekommen. Damit sind wir vorbei an Force India. Ein Aerodynamik-Upgrade ist leider fehlgeschlagen. Dennoch haben wir ein Getriebe-Upgrade bekommen, das immerhin den Abrieb reduzieren soll. Denn insgesamt sind wir da performance-technisch vorbei an Toro Rosso. Force India entwickelt außerdem recht gut weiter. Haas hat sich an die Spitze der Mittelfeldteams gesetzt. Red Bull ist dran an Mercedes und Ferrari. Und heute werden wir mal sehen, wo es mit der Strategie hingeht. Natürlich eine 1-Stop in Monaco. Ich würde sagen, viel, viel Spaß beim Rennen. Ich bin jetzt mal still. Schade, ich war ganz, ganz knapp hinter Stoffel van Dorn und hinten hat es gekracht. Charles Leclerc ist da mit einem Williams aneinander geraten. Von der Farbe des Punkts her würde ich fast sagen, es ist eventuell auch ein Mercedes, aber natürlich ist es kein Mercedes, es muss ein Williams sein. Okay, direkt in der ersten Runde hier. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Lance Stroll raus und wir haben schon ein paar Positionen gut gemacht. Ich
Oh, Sergej Sirotkin war da ebenfalls involviert. Wir werden es wahrscheinlich im Replay gesehen haben. Ausgezeichneter Start. Guter Abend. Vielen Dank. Ja, ich bin ein bisschen irritiert wegen des Sounds. Irgendwie hat sich der Ferrari-Sound gefühlt geändert. Das werde ich beim Schnitt nachchecken. Oder aber irgendwas bei meinen Kabeln oder bei meinen Kopfhörern funktioniert gerade nicht richtig. Was genau, muss ich halt noch schauen. Ja, wie man sieht, für Monaco habe ich mal einfach weniger Sprit nachgetankt. Dementsprechend habe ich hier auch ein deutlich leichteres Auto als sonst zum Rennstart. Und das soll natürlich dabei helfen, dass ich hier in der Anfangsphase auch die Reifen ein bisschen schonen kann, nicht in so hohe Motormodi reinkomme und so. Natürlich dadurch, dass das Auto leichter ist, schonst du die Reifen nicht nur dadurch, dass du in einem niedrigeren Motormodus bist und dadurch halt weniger Leistung potenziell auf die Strecke bringen kannst, sondern natürlich auch damit, dass das Auto leichter ist und du dadurch weniger Gewichtsbelastung auf den Reifen hast. Ja, und ihr seht's, wir kommen auch mit Standard. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Nach und nach auf den ausgeglichenen Stand, was den Sprit angeht. Wir sind jetzt bei minus 1,02 Runden. Aber ich glaube, da in etwa habe ich auch begonnen. Aber wir waren nochmal bei minus 1,06. Ein wenig schade, dass ich nicht wie in den vergangenen F1-Spielen in Monaco wirklich mal komplett herausstechen konnte. Aber ich bin erstmal damit zufrieden. Komm, ich gehe da früher vom Gas. Ich bin erstmal damit zufrieden, dass ich hier das Teamduell gewonnen habe bisher. Rennen geht ja noch ein paar Runden. Und Stoffel van Dorn, der ist relativ flott unterwegs. Aber auch Magnussen hält einen Respektabstand. Insofern, ich weiß nicht, wie viel jetzt quasi durch die Dirty Air kommt oder was da los ist. Auf jeden Fall noch ein vorsichtiges Rantasten von allen. Sogar nach meinem langsamsten Sektor, nach Sektor 1, fehlt Magnussen exakt eine Sekunde zu mir. Ja, ich zock heute mit dem Day One Patch. Hab seit 3 Tagen, glaube ich, überhaupt kein Formel 1 mehr gespielt. Insofern musste ich heute wieder ein bisschen reinkommen. Heute kam der Livestream zum Release dementsprechend, aber davor habe ich halt 3 Tage lang kein F1 mehr gespielt. Ja, Monaco ist trotzdem immer natürlich so eine Sache für sich genommen, die nochmal richtig anspruchsvoll wird, aber ja, mal sehen. 2 Plätze fehlen uns noch für die Punkte. Möglich ist alles. Es gab auch einen 4 GB Patch ungefähr, zumindest auf dem PC war der 4 GB groß und da konntest du einiges updaten scheinbar, weil doch, bei 4 GB passiert halt viel.
Oh, die ersten an der Box. Okay, es sind wirklich die ersten im Plural. Ich wollte mal gerade auf die Streckenkarte gucken, um zu sehen, ob ich mich da korrigieren muss oder nicht. Nö, nö, es sind schon die ersten. P8. Vier Leute also drin gewesen. Zumindest die, die vor uns waren. Und Stoffel van Dorn sehen wir jetzt ein bisschen deutlicher hier vor uns. Der Haas hinter mir ist ebenfalls an der Box gewesen. Die letzte Runde war auch ganz gut, ne? Eine 1.13.3 ist ordentlich. Überrascht, dass die Batterie so schnell noch entladen ist. Aber wir sind dran an Van Dorn. Jetzt ein bisschen die Batterie hier nach und nach schonen und dann könnten wir eventuell ran und vorbei. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Ja, sehr cool. Wir sind immer noch dran an Van Dorn und damit eigentlich an einem Podiumsplatz dran. Wer hätte gedacht, dass man sowas mal sagen könnte? Der Mann, bei dem es strittig ist, ob er überhaupt die Formel 1-Saison noch zu Ende fahren darf. Ja, ich habe es heute im Livestream mal ganz kurz thematisiert. Also Todesfälle mal ausgenommen, ist Stoffel van Dorns Karriere wahrscheinlich die tragischste der gesamten Formel 1. Ich meine, der Typ wartet seit x Jahren auf seinen ersten Einsatz. Ist ein wahnsinnig talentierter Nachwuchspilot. Hält immer McLaren die Treue und in den 2 Jahren, in denen er für McLaren fährt, hat er ein unfassbar schlechtes Auto. Hat irgendwie 2018 in, keine Ahnung, gefühlt jedem zweiten Rennen im Durchschnitt halt, also in ungefähr der Hälfte der Rennen, ein Auto mit einem Chassis, was viel weniger Abtrieb produziert als das von Alonso. Wo ich mir halt denke, Leute, warum? Ja, Jeff sagt das so euphorisch, als wäre ich das, ne? Nee, aber... Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,7 Sekunden. Weißt du, 2 Jahre lang fährt er da mit einem Auto, das einfach kompletter Schrott ist. Und jetzt soll er nicht mal die zweite Saison zu Ende fahren können. Und das, obwohl er sein gesamtes Leben quasi auf diese McLaren-Chance gehofft hat. Und McLaren ist in der Zwischenzeit halt einfach zu einem wahnsinnig schlechten Team geworden. Ich meine, Fernando Alonso zum Beispiel konnte immerhin 2 WM-Titel feiern. Fernando Alonso fuhr sehr, sehr viele Jahre in einem WM-fähigen Fahrzeug. Oder zumindest in einem siegfähigen Auto. Stoffel van Dorn ist das komplett verwehrt geblieben. Auch nur ansatzweise irgendwas dahingehend zu erreichen. Und wenn man das weiter, noch ein bisschen weiterdenken möchte, Van Dorn hat außerdem halt, warum es nochmal tragischer, umso tragischer ist, den stärksten oder einen der stärksten Teamkollegen an die Seite bekommen, den man sich vorstellen kann, nämlich Fernando Alonso. Undankbarer wären im Moment, glaube ich, einfach nur Hamilton oder vielleicht Sebastian Vettel. Also fahrerisch sind, nehmen die sich ja nicht so viel, die drei. Und deswegen... Eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. So, ob du nicht mit DRS vorbeikommst. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Ja, und deswegen Stoffel van Dorn so oder so ohne leichten Einstand. Dass es so wirklich geil werden wird, dafür gibt es eigentlich auch kein richtiges Indiz. So, aber für uns gibt es ein Indiz, dass das Rennen ganz gut laufen könnte, denn wir haben im Moment den 4. Platz. Und 2 Sekunden Vorsprung zu Force India und Van Dorn unmittelbar vor uns. Und ich muss sagen, ich komme gerade wieder so ein bisschen ins... Oh, ja, kaum sage ich schon, mache ich den ersten Fehler. Ja,
Ich komme so ein bisschen in den Monaco drin wieder rein. Kann ich ja trotzdem eventuell mal sagen. Verstappen hat die Hypersoft echt lang gezogen dafür, dass die anderen so früh an der Box waren. Oh Gott, okay. Das ist der Grund, warum ihr vor der Kurve unbedingt den ERS-Modus ein bisschen runterstellen solltet, statt auf Überholen. Weil da ein bisschen was unklar war, das mit dem ERS runterstellen unmittelbar vor den Kurven, das mache ich nicht, damit ich die ERS-Batterie spare, sondern damit ihr beim Kurvenausgang nicht viel zu viel Power habt, die das Auto auf die Strecke bringen will. Natürlich gehe ich auch selbst im ERS-Modus irgendwann runter am Ende der Geraden. So, wenn ich in den. So ab hier, sagen wir mal, weil ab da bringt sie halt relativ wenig. Und warum sollte man trotzdem manchmal von der Hotlap, vom Hotlap-Modus im siebten Gang dann auf den Überholen-Modus schalten? Gut, was für einen Effekt das hat, das seht ihr dann im Tutorial, aber ja. Das sollte man dann insbesondere in Zweikämpfen machen oder halt in Qualifying-Runden. Wie gesagt, alles eine Sache des Kontexts. Da bringt es euch, denke ich mal, definitiv was. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Auf geht's. Dir beträgt 2,1 Sekunden. Okay, uns geht das Benzin aus. Versuch ein wenig vorher noch auszuschalten. Hast du etwas Benzin? Jeff, sei leise. Bestätige. Insbesondere, wenn du im Tunnel redest, mein Lieber. Oh Mann, ich habe die gesamte Gerade vorm Tunnel ohne ERS verbracht. Nicht das Beste, was man machen kann. So fahren Dorn und Ocon 5 bzw. 6 Zehntel Sekunden verloren. Und Verstappen, der ist jetzt an dieser ganzen Truppe dran, die hinter mir hängt. Ja Mist, jetzt bauen die Reifen aber richtig ab. Okay, das könnte ein bisschen unschön werden. Die beiden Toro Rosso unmittelbar hinter den beiden Force India. Fahrer vor mir. Van Dorn liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,3 Sekunden. Du verlierst pro Runde etwa 7 Zehntel. Sie fahren mit alten ultraweichen Reifen. Reifen sind 12 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 14,0. Ja, das Spiel empfiehlt mir eine 1-Stop zwischen Ultrasoft und Supersoft soll ich dann wechseln. Ich weiß nicht so recht, wie tut oder blöd das wäre. Ich vertraue einfach mal aufs Spiel.
beträgt 4,1 Sekunden. Wir sind rund Runde 9 Zehntel langsamer. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 13 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,14,0. Ja, in Monaco ist es wichtig, in einen guten Rhythmus zu kommen und den auch zu halten. Durch ein, zwei Fehler bin ich jetzt nicht mehr ganz so im Rhythmus drin, aber trotz allem, fehlerfrei bleibe ich größtenteils. Ansonsten sorry, dass ich nicht so viel kommentiere. Ich bin gerade höchst konzentriert. Obwohl das Tempo nicht so passt. Ja, vielleicht gerade deswegen. Uff, da haben wir wieder das gute alte Uff. Ich würde gerne wissen, wann wir an die Box kommen sollen, lieber Jeff. Jetzt kommt Van Dorn einfach komplett weg. Da geht halt gar nichts mehr. Oh Mann. Okay, das war gerade echt ekelhaft, das Auto. Ich glaube, noch ein bis zwei Runden fahre ich, mehr nicht. Ja, eine Runde, ich glaube, mehr muss ich auch nicht. Boxenstopp. Ich muss auch sagen, irgendwann habe ich in Monaco einen ganz, ganz schlimmen Tunnelblick. Aber nicht nur irgendeiner, wo du wirklich quasi im Tunnel fährst und, also jetzt kein Tunnelwort, sondern nicht einer, wo du einfach nur das Ziel vor Augen siehst sozusagen, sondern auch eins, was mich so ein bisschen schwindelig immer macht. Es weckt ein mulmiges Gefühl im Magen. Ich glaube, in Monaco schaut man so fokussiert auf die Strecke wie sonst auf keiner anderen Strecke. Puh, also guckst in jede Kurve und das super präzise. So, Leute, auf geht's.
Oh, die holen sich alle frische Reifen ab. Manche sogar Ultrasoft. Yes, wir sind vorne geblieben. Okay, Hotlap. Fahrer vor mir. Magnussen vor dir. Sie fahren mit Alpen ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 12 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 16,0. Okay, das könnte ein Problem werden für alle, die jetzt an der Box waren, gegen die, die noch nicht an der Box waren. Okay, komm schon. Yes, Baby, wir haben auch Perez überholt. Oh, aber Ocon hatte dann nicht so viel Glück. Ocon verliert durch diesen Boxenstopp dann doch noch eine Position. Ja, ich frage mich, wie gut denn hier bitte Perez gefahren ist in dieser einen Runde. Ich meine, Ocon hatte jetzt nicht das Problem mit dem Verkehr mit Magnussen. Hatten wir auch nicht so wirklich. Perez ist trotzdem näher gekommen, also Respekt. So, mein Ziel ist es jetzt gar nicht mal großartig an Magnussen ranzukommen. Einfach nur mit einem Respektabstand hinterher zu fahren reicht mir. Ich möchte jetzt Runde für Runde meinen DRS bekommen und sonst ist es gut. Der Rest kommt in die Ressourcenschonung. DRS nach und nach ein bisschen aufsparen, vielleicht ein bisschen Sprit sparen. Oh, gelbe Flaggen voraus oder hinter uns? Hinter uns. Voraus? Hinter uns. Magnussen war in der Box. Und wir sind vor Lewis Hamilton. Oh mein Gott. Oh Gott, das wären super unentspannte Runden. Mann, warum kann denn nicht so ein, keine Ahnung, Sergio Perez jetzt hinter mir sein? Oder Hamilton hinter Perez, das wäre mir lieber. Also das meinte ich auch vorhin, aber egal. Hab's nur nochmal konkretisieren wollen, damit man genau weiß, was ich meine. Die Position gegen Hamilton nehme ich natürlich entgegen und das mit Freunden, aber eigentlich nicht so gern in dieser Konstellation. Oh, Verstappen!
Hat der mal wieder den Verstappen da gemacht? Ach, das ist der Wagen, der vorhin ausgerollt ist. Okay. Okay, jetzt gilt's aber auch eigentlich. Wahnsinnig viele Autos hier überholt. Ja, also in diesem Rennen werde ich die ganze Debatte rund um den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anders mal angehen, denn ich glaube, hier hat man das präsenteste Beispiel dafür, 110 KI. Ich fahre ungefähr so schnell wie mein Team, oder ich fahre genau dieselbe Zeit wie mein Teamkollege im Qualifying. Ich weiß gar nicht, ob ich in Q2 nochmal schneller war oder nicht, aber ich glaube, das ist das präsenteste Beispiel dafür, dass der Schwierigkeitsgrad eigentlich passen sollte, nur halt irgendwie die KI komische Fehler macht in der Strategie. Ich kann mir vorstellen, dass es bald rausgepatcht wird. Im Moment ist es halt aber so. Daher kommen auch die super guten Ergebnisse im Sauber raus. Es würde mich nicht wundern, wenn wir gleich nach diesem Rennen nochmal 41 Punkte haben. Wobei auch da die Frage ist, muss Fernando Alonso nochmal... Ja, er muss rein. Und es könnte... Boah, das erste Podium für uns werden. Van Dorn liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 17,8 Sekunden. Du fällst pro Runde um etwa 1,2 Sekunden. Alles klar. Zurück. Sie fahren mit neuen Superweichen. Letzte Rundenzeit lag bei 1,13,4. Okay, ein Fehler gemacht und Hamilton ist durch. Aber das ist auch nicht unbedingt super nett. War schon ein bisschen ungeil von ihm. Aber die Podiumschance vergeben. Ich wusste, dass ich irgendwann versemmeln würde. Also, keine Ahnung, gegen Force India oder so hättest du ja noch ein bisschen Puffer gehabt. Ich meine, schaut mal auf den Abstand. Aber wie gesagt, gegen Mercedes, sobald du da einen kleinen Fehler machst, ist einfach der Gegner in der Lücke. Auch wenn es Monaco ist, ist immer noch ein Mercedes. Und im Spiel haben die weniger Skrubel zu überholen als in der Realität. Kann jetzt bei 3 Sekunden Rückstand. Ach stimmt, ja, Flügelschaden, ja. Ja, ja. Aber auch so, der Abstand zu dem ersten Force India, als die Kollision gerade war, der war glaube ich ein bisschen größer sogar noch. Also ist jetzt nicht so, als ob mir ein Force India dann direkt oder Hamilton direkt einer auf den Fersen wäre. Das heißt, wir konnten uns beide schon einigermaßen absetzen vom Feld. Zumindest mit frischen Reifen ist das möglich. Aber auch P4 wäre super und natürlich besteht noch die Möglichkeit, dass irgendeiner da vorne ausscheidet. Denn Grosjean hat in dieser Saison so viel Glück. Der muss aber irgendwann Pech haben. Stoffel van Dorn ist jetzt auch nicht unbedingt ein von so viel Glück gesegnetes Kind. Wenn man mal die Situation im Rahmen der Formel 1 sieht, ich meine klar, das Drumherum, dass man überhaupt in die Formel 1 kommt, das ist natürlich super. Spricht auch keiner dem was ab, aber wie gesagt, die Umstände, die habe ich ja vorhin nochmal ganz, ganz klar formuliert, warum Van Dorns Situation in der Formel 1 oder innerhalb der Formel 1 nicht so beneidenswert ist. Naja, ich würde mir wünschen, dass er auf jeden Fall nochmal ein Cockpit bekommt, dass er vielleicht nochmal zeigen kann, was er so drauf hat. Denn einfach so sang- und klanglos und glanzlos von der Bühne zu gehen, das wäre ein bisschen schade für ihn. Das wäre schade um ihn.
Nur ist halt die Frage, wo steht der Pace technisch, ne? Ja, weiß nicht. Ich glaube, ein paar Teams könnten ihn doch noch mal ganz gern haben. Vielleicht Sauber, falls da ein Platz frei wird. Vielleicht Haas oder so. Die hatten ja schon mal einen guten Griff gemacht mit einem ehemaligen McLaren Junior-Fahrer, mit Kevin Magnussen. Der sogar nach einem Jahr schon direkt fallen gelassen wurde. Ja, aber mal schauen. Ich würde mir zumindest mal einen Vergleich da mit Sainz oder so anschauen wollen. Denn man stelle sich vor, Stoffel van Dorn fährt jetzt einfach Sainz um die Ohren. Oder zumindest mal ein bisschen besser, so, damit es nicht so übertrieben klingt. Wenn er ein bisschen besser als Sainz ist, hey. Why not? Möglich ist alles. Gut, im Rahmen von Stoffel van Dorn möchte ich aber auch noch mal ganz kurz sagen, ich halte ihn für einen guten Fahrer. Ich glaube, sein Talent hat er nicht vollends entfalten können. Das heißt aber auch nicht, dass ich ihn als absoluten... Oh Gott. Als absoluten WM-Kandidaten sehe. Das auch nicht. Ich denke, Van Dorn hat seine Qualitäten. Ich denke, Van Dorn hat gute Qualitäten. Aber ich denke nicht, dass Van Dorn irgendwie jemand ist, der wie Hamilton oder Alonso oder Vettel sich in der Formel 1-Geschichte so präsent verewigen wird. Dazu sind die Namen und die Leistungen, mit denen er sich messen müsste, einfach so groß, viel zu groß. Ich glaube bislang auch eigentlich nicht wirklich dran, dass Max Verstappen da in die Richtung kommen wird. Wenn man mal ehrlich ist, weiß nicht. Dann ist Verstappen eigentlich zwar immer noch recht jung, aber im Moment ist es seine vierte Saison. In gewissen Situationen beweist er Rennintelligenz, in gewissen Situationen lässt er diese aber auch echt... ein bisschen zu Hause liegen. Zum Beispiel Österreich war eine brillante Vorstellung. Also als einziger von den Nicht-Ferraris da vorne kein Problem mit Graining gehabt. Das hat mal gezeigt, wie gut Verstappen auch mal mit Reifen umgehen kann. Aber diese ganzen Zwischenfälle, wenn es mal zu etwas härteren Zweikämpfen oder so kommt... Naja, ich sag mal so, das ist halt so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Hamilton und einem Verstappen. Ein Hamilton hat bis jetzt eigentlich nach 2011 zumindest sehr, sehr selten eine Kollision gehabt, die er selbst provoziert hat. Ist heute auch auf der Gamescom mit ein paar Leuten darüber gequatscht, die zum Community-Treffen gekommen sind. Gab es natürlich so zwei, drei Kollisionen mit Nico Rosberg, aber das waren eher Rennunfälle, als dass es irgendwas war, wo
man klar ihm die Schuld zuschüchtern konnte. Und außerdem konnte er, glaube ich, jedes Mal wieder entspannt weiterfahren. Also Hamilton weiß schon, wann er sich verteidigen muss und wann nicht. 2017 in Malaysia war das auch sehr clever, einfach Verstappen ziehen zu lassen und zu sagen, hey, hol dir ruhig den Sieg, ich hol mir den zweiten Platz und mache damit den nächsten Schritt hin zum WM-Titel. Ja, und bei einem Max Verstappen, da lässt so eine Mentalität im Moment noch ein bisschen zu wünschen übrig. Ich weiß jetzt nicht, ob Red Bull sich komplett schon auf nächstes Jahr konzentriert hat oder was die da genau machen aktuell. Aber das Ding ist, man sagt ja immer, ja gut, wenn Verstappen mal in einem WM-fähigen Auto ist, erst dann muss er sich unter Beweis stellen. Ich glaube, am Anfang der Saison war das auch so. Ich glaube, am Anfang der Saison war der Red Bull ein Auto, das, wenn es so ähnlich geblieben wäre von der Performance-Relation her, definitiv um den WM-Titel mitgefahren wäre. Ich glaube wirklich, dass Red Bull in diesem Jahr zumindest am Anfang der Saison ein Auto hatte, was gleichwertig mit dem Ferrari und dem Mercedes war. Und dann irgendwie haben sie sich nicht so wirklich weiterentwickelt. Aber trotzdem, ich glaube, man kann da so ein bisschen ablesen von, dass Verstappen im Moment noch so ein bisschen dieses Abstrahieren fehlt, dass er da in gewissen Situationen einfach ein bisschen zurückstecken muss. Und insbesondere, wenn es um viel geht, dass er da eventuell ein bisschen fehleranfälliger ist. Ich meine, klar, das ist das erste Mal gewesen, dass er in so einer Situation war. Logisch. Der WM-Titel erstmals wirklich so ein bisschen in Sichtweite. Ein Silberstreif am Horizont, aber dennoch, ich glaube, Kritik muss man da anfügen können, wo sie auch angebracht ist. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, wo man ihn mal kritisieren kann und sagen kann, hey, das war vielleicht jetzt nicht so unbedingt der beste Saisonanfang. Die Unerfahrenheit schwingt auch noch ein bisschen nach 4 Jahren mit. Ich würde es ihm wünschen, dass er sich irgendwann mal einen WM-Titel holen kann, aber wie gesagt, im Moment, da sehe ich auch zum Beispiel mal zu einem Sebastian Vettel eine etwas, ja, flachere Entwicklung, würde ich sagen. Ja, aber trotzdem. Was ich im Endeffekt damit nur ganz grob sagen möchte, ist, ich bringe den Vergleich immer wieder gerne. Messi und Ronaldo, die haben den Fußball der letzten, ja, 10 plus Jahre ungefähr, ja gut, ungefähr 10 Jahre geprägt. Ich glaube, seit 2010 oder 11 ist kein anderer mehr Weltfußballer geworden. Und egal wie viele Riesentalente da dazukommen, ein Eden Hazard, ein Gareth Bale, ein Neymar, im Endeffekt stehen doch diese beiden Namen immer ganz, ganz weit oben in der Liste, wenn es um die besten Fußballer geht aktuell. Und ja, so ähnlich sehe ich das auch ein wenig mit Hamilton, Vettel und Alonso auch so ein bisschen. Zu der Zeit, zu der Schumi schon langsam aber sicher sein Zenit überschritten hat, haben die drei übernommen und das so bravourös wie kaum ein anderer. Oder kaum andere, im Plural dann doch eher. Ja, Hamilton klar schneller. Das war abzusehen natürlich. Ich glaube, 1,5 bis 2 Sekunden könnten sogar pro Runde sein. Ich möchte hier nur sicher nach Hause fahren. Ich möchte hier nicht irgendwie was richtig Krasses riskieren. Es ist sogar auch sehr spät schon am Abend. Insofern, ich bin müde, ich bin platt. Ich war heute auch noch auf der Gamescom. Ich hatte heute einen Livestream. Ich möchte nicht zu viel riskieren. Ich möchte einfach entspannt ins Ziel fahren und bestenfalls 12 Punkte mit nach Hause nehmen.
bei diesen ganzen Strategiefehlern würde sich ein Podiumsplatz sowieso ein bisschen fehl am Platz anfühlen und außerdem, ja, weiß nicht, ein sauber auf dem Podium. Es kann viel Kurioses passieren, aber das will ich irgendwie noch nicht sehen in unserer Karriere. So, es sind jetzt noch 5,5 Runden. Also minimal kommen wir doch schon weg von Ocon, aber... Na, der bleibt noch ganz gut dran. Wahrscheinlich noch weniger als eine Sekunde. Oh nee, doch nicht. Cool. Ja, nice. Und das mit dem Sprit hat auch super hingehauen. Also Monaco ist auch mal ein super Rennen, damit man hier hin und wieder auf Mager fahren kann, größtenteils auf Standard, um da die Motorenkomponenten zu schonen. Insbesondere die MGUH ist bei mir ja immer so ein Problem, weil der Motor bei mir immer sehr heiß läuft. Das habe ich heute zu verhindern gewusst. Mager und Standard. Das waren hier die großen zwei. Beim Sprit und beim ERS war es eigentlich fast immer nur Mittel. Gut, ein paar Mal auf Hotlap gegangen, aber ist auch nur für eine relativ kurze Zeit, für eine Runde und dann waren wir wieder weg von dem Modus. Im dritten Sektor läuft es echt gut. Eine Sekunde. Ja, aber ganz ehrlich, ja, so einen leichten Sekundenschlaf spüre ich auch schon. Ich werde nie wieder Monaco so spät abends fahren. Oder allgemein Formel 1 Rennen. Ich glaube, so wirklich sinnig ist es tatsächlich nicht. Auch wenn ich mich hier gerade ganz gut anstelle, glaube ich, auf 110. Noch vor dem Force India zu bleiben. Und zwar so, dass er hier keinen Angriff starten kann. Auch das ist natürlich eine gewisse Leistung.
Und natürlich haben wir das gesamte Feld hinter uns versammelt. Auch unser Teamkollege. Der ist da. Hamilton ist über eine halbe Minute weg. Na gut. So sehr wundert mich das tatsächlich nicht. So, jetzt nochmal in den Hotlap-Modus gehen. 18 Sekunden der Abstand zu Esteban Ocon. Am Ende klebt er uns hier wirklich am Auto. Die Nase im Getriebe. Und Romain Grosjean gewinnt das Rennen hier vor Stoffel van Dorn. Ach ja. Ja, also ich muss ja sagen, in vielerlei Hinsicht ist F1 2018 schon ein sehr geiles Spiel. Aber das muss doch irgendwann im Entwicklungsprozess aufgefallen sein, oder? Dass der Reifenabrieb auf den Quali-Reifen so hoch ist, dass die KI einfach mega Panne-Strategien fährt. Und man selbst wahrscheinlich auch, wenn man ins Q3 kommt. Naja, whatever. Es war ein sehr schönes Rennen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Kann hier sogar nochmal auf Fett gehen und GG! 12 Punkte gibt's hier. Ja, und Jeff ist nach Jeff sei leise. Auch nach dem Rennen tatsächlich leise. Statt zu sagen, gut gemacht, Dave. Hey, 12 Punkte für dein Team geholt. Fantastischer Sieg für Haas. Wieder. Wieder. Wow. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Also wenn man so viele Leute überholt, dann sollte man das Rennen auch gewinnen. Was? Ihr Auto war heute im Windschatten wirklich effektiv und das Team wird froh sein, dass der Motor in der heißen Abluft der anderen Autos nicht überhitzt ist. Er hatte keine Angst, die Reifen vor allem in den Kurven an ihre Belastungsgrenzen zu treiben. Dadurch konnte er später bremsen und ein paar aufregende Überholmanöver ausführen. Ich bin sicher, liebes Spiel, dass Sebastian Vettel auf über P6 sehr glücklich ist. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit Haas an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team, hier bei diesem tollen Grand Prix als Sieger hervorzugehen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Lewis Hamilton übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Mein Fahrer des Tages war ganz klar Charles Leclerc. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute. P4. Ist cool. Sehr cool eigentlich, aber ja, wie es zustande kommt, es ist natürlich echt schwierig. Wobei ich muss gerade auch sagen, okay, das sind die ganzen Leute mit einer 1-Stop. Ihr seht die ganzen Leute mit einer 2-Stop, die vorne gestartet sind. Ja, ich sag mal nichts dazu. So, wir gucken lieber auf die WM.
Vorne Lewis Hamilton, 102 Punkte vor Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel. Die beiden hat er jetzt überholt. Dahinter haben wir Danny Ricciardo vor Valtteri Bottas. Wir holen uns, ja, wir sind schon die ganze Zeit Siebter gewesen, aber wir sind dran an Bottas und Ricciardo punktetechnisch. Ja gut, für uns natürlich hervorragend, aber im Sinne der WM ist es natürlich schon ein bisschen lame, tatsächlich. Und unser Teamkollege rutscht auf die 15 nach vorne. Nur die beiden Williams bis jetzt ohne Punkte. Und in der KWM überholt Haas Red Bull Racing und wir sind dran an McLaren. Ja Leute, also ich lasse das, wie gesagt, einfach mal unkommentiert. Ich glaube, über den Schwierigkeitsgrad sich auszulassen, hat eh keinen so großen Sinn. Ich glaube, da wurde schon einiges zu gesagt und ja, ich hoffe einfach, dass die Strategien fixen und dass, keine Ahnung, der Reifenabrieb allgemein viel niedriger ist, weil häufig ist er auch geringer. Ist halt so. Wie gesagt, Baku, da konnte die Renndistanz theoretisch mit dem weichsten Reifen durchfahren, der da zur Verfügung stand. Und ja, auf fast jeder Strecke konnte ein Team die Reifen so gut managen, dass sie eigentlich nie Probleme hatten mit dem Reifenabrieb. Also, weißt du, langsamer sollen sie schon werden, aber so, dass du irgendwie nach 5 Runden oder so eine Sekunde verlierst, so wie es in Monaco war, im Training habe ich es beobachtet, das ist halt unsinnig. Weiß nicht. Egal, mal schauen, ob Claire uns was fragt, was die Reifen betrifft. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo selbstverständlich auch, wenn ihr neu auf diesem Channel seid und nichts weiteres zu F1 2018 und Co. verpassen wollt. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Toll. Eine Weile sah es eng zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen aus, aber Sie haben sich durchgesetzt, nicht wahr? Oh Gott, ist das arrogant. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Okay, ja. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? Aha. Schön einschleimen hier jetzt. Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Ja, hier antworte ich einfach mal gar nichts. Da ist es, glaube ich, am besten, wenn man nichts antwortet. Ja, also ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich... Klasse, das war dann alles. Ja, danke. Auch wenn ich die Selbstdarstellung erhöhen will, damit wir irgendwann gute Chancen haben für... Ach, deswegen ist Stoffel van Dorn plötzlich so stark, weil der mein Rivale ist, aha. Aber hey, die Rivalität gegen Dingens gewonnen. Und 4 Meisterschaftspunkte mindestens geholt. Und Toro Rosso hat saugroßes Interesse mittlerweile an uns. Gute Arbeit, und damit genau auch im Ansehen. Ich gehofft. Mach nur weiter so. Das Team freut sich, dass du dein letztes Ziel erreicht hast. Die Entwicklung wird damit sicher schneller gehen. Und es sollte sich für dich bei der nächsten Verhandlungsrunde lohnen. Ja, also wir sind, was den Status angeht, vom Anfänger ein bisschen weiter nach vorne gerutscht. Ja, und gegen Van Dorn sollten wir hoffentlich ja auch gewinnen. Vielleicht klappt das ja. Ja, ansonsten mal ganz kurz. Was machen wir hier jetzt noch? Ja, wir haben 2000 Ressourcenpunkte. Also an einem Wochenende haben wir doch tatsächlich ungefähr 2000 jetzt wieder verdient. Weil ich hatte, glaube ich, ungefähr 200, als ich zum Wochenende gekommen bin. Gut, 500 gehen aufs Konto vom Teamziel. Aber trotzdem, ich kann hier dieses Aerodynamik-Upgrade weiterführen, was ich nicht ursprünglich habe weiterführen können. Und natürlich habe ich die Chassisabteilung ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, damit wir hier ordentliche Vergünstigungen bekommen. 14% reduziert, Ausfallwahrscheinlichkeit um 7% reduziert. Perfekte Bedingungen, einfach mal 2 Upgrades direkt reinzuschmeißen. Und gut, beim Motor kann ich jetzt gerade nichts machen. Alter Falter, aber das würde auch extrem viele Punkte gerade bringen. Oder viele Werte halt. Wow, und ich nehme vielleicht noch ein Strapazierfähigkeits-Upgrade. Getriebe Stufe 2. Ja, der Upgrade-Tree ist ein bisschen erweitert, aber trotzdem, man kommt echt schnell voran, ne, mit der Weiterentwicklung. Wenn wir jetzt die Aerodynamik haben, dann sind wir vorbei an Force India sogar, was die Performance angeht. Huh, irgendwie krass. So, ansonsten gucke ich mal aufs Getriebe. 33%. Boah, dann ist es sogar noch ein bisschen mehr als diese 15%, die ich grob gerechnet hatte für ein Rennwochenende. Gut, in Monaco musst du aber auch, glaube ich, echt viel schalten trotzdem.
sehr, sehr hoch. Wenn man es auf 6 Rennen hochrechnen würde, dann wären wir da bei tatsächlich ja, über 90% beim Getriebe. Das muss sich natürlich ändern und dementsprechend hole ich uns auch ein Upgrade, womit das Getriebe dann ein bisschen haltbarer ist, damit wir bloß keine Strafen wegen des Getriebes haben müssen in Zukunft. Und die MGUH, gut, das ist einmal dann der Fall, aber das Getriebe muss halt einfach 6 Rennen am Stück halten und naja, gucken wir einfach mal. Gut, ansonsten bedanke ich mich vielmals, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Ich schalte hier nochmal natürlich auf die Gesamtwertung, die wir hier nochmal kurz beobachten können. Es geht immer weiter nach vorne mit dem Sauber, was ein bisschen unerwartet ist, ein bisschen komisch ist. Gut, für Monaco hatte ich eigentlich gerechnet damit, dass wir eventuell ein super gutes Ergebnis holen können. Aber dass wir hier Vierter werden und vor allem unter diesen Umständen, ja, ist halt natürlich sehr strange, ne? Aber was mich auch ein bisschen irritiert ist, dass Van Dorn jetzt vor Alonso ist. Ja, komische Sache. Gut, aber dennoch bedanke ich mich vielmals, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich wieder zur Karriere. Wahrscheinlich heute oder vielleicht heute nochmal zu einem anderen Video. An der Stelle sage ich aber schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!